hervorragende Referenten und ich darf deswegen jetzt Professor Johannes von Kempis bitten, sein Bildschirm mal anzuschalten. Er ist Ausdruck auch des internationalen Zusammenarbeitens von uns Kollegen. Wir verstehen uns gut. Wir sind eine relativ große, gut befreundete Familie in der Rheumatologie. Und wir haben es heute auch geschafft, die Schweiz. Johannes, du bist der erste Vertreter, Österreich und Deutschland, den Norden, den Süden, den Westen, den Osten zusammenzubringen. Und überall kriegen sie Expertise mit. Wir beginnen jetzt auch mit einem politischen, sehr wichtigen Thema, nämlich dem Wolf. Es geht aber diesmal nicht um den frei laufenden Wolf, sondern um den Lupus erythematodes. Und der Titel lautet: Wer überblickt den Lupus? Johannes, du hast das Wort. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Martin, vielen Dank für die Einladung. Kann man das jetzt sehen, was ich hier auf meinem Bildschirm sehe? Im Moment sieht man noch deinen Kopf und noch nicht den Bildschirm, aber das Aha. wird, denke ich, bald kommen. Du müsstest unten Mitte wieder teilen. Wir sind Ja, gut in das der ist ja. Zeit. Da habe ich nämlich ein Problem, weil das kann ich nicht teilen aktuell. Hier ist das Dann müsstet ihr ist von wahrscheinlich später noch. die Technik muss das wahrscheinlich erstmal Dann müsstet ermöglichen. ihr von später noch die Rechte dazu geben. Jetzt müssten Sie das sehen, Herr Professor Kempis. Ja, Moment. Ich sehe es, aber ich kann das Teilen leider nicht aktivieren. Das ist gegraut bei mir. Was, Moment mal gerade. Entschuldigung. Ja. Während die Technik hinten versucht, vielleicht noch erwähnen, es wird am Ende eine Fragerunde geben mit Fragen, die Sie bitte beantworten müssen und sollen. Und es wird auch eine Evaluation geben. Und ich darf alle Teilnehmer, wir sind bei 153 Teilnehmern jetzt bereits angekommen, 154, ich darf alle Teilnehmer bitten, die Evaluation auszufüllen, weil wir diese auch für die Punkte benötigen und wir sonst Punktabzug in der Anerkennung bekommen. Die Fortbildungsnummern bitte melden Sie der SYNLAB-Akademie, sodass Sie im Nachgang auch die entsprechende Anerkennung zugesandt bekommen können. Vielen Dank dafür. Und vom Formalen werde ich nach den Vorträgen immer gemeinsam mit dem Referenten die Dinge diskutieren und ich möchte Sie animieren, Fragen in den Chat zu stellen unter der Rubrik Fragen. Das ist das Fenster mit den Fragezeichen. Dann können wir dort die Fragen gemeinsam zusammenfassen und dann entsprechend beantworten. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir können es wirklich ausführlich diskutieren. Und jetzt, Johannes, bist du soweit? Vielen Dank und ich übergebe dir das Wort. Also in der starken Hoffnung, dass man es jetzt sehen kann, nochmal vielen Dank, Martin, für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Und geehrte Kolleginnen und Kollegen, viele Grüße virtuell von der Schweizer Seite des Bodensees, der heute endlich mal nebelfrei ist. Ich kann hier von meinem Fenster ihn sehen. Ich bin froh, dass mir dieses Thema zugeteilt worden ist, wie man früher das genannt hätte. Vielen Dank für die Überlassung des Themas. Der systemische Lupus erythematodes, ich werde den aus Einfachheits- und aus Kürzungsgründen einfach jetzt als Lupus oder als SLE bezeichnen, ist glücklicherweise in den letzten Jahren wieder etwas in den Vordergrund, nicht nur innerhalb der rheumatologischen Community, sondern auch in der Öffentlichkeit gerückt. Das merkt man an den großen internationalen Kongressen, gerade in den letzten 3, 4 Jahren, in denen ihm immer mehr Platz eingeräumt worden ist. Und das liegt an der guten Vernetzung der Kollegen untereinander. Und das liegt auch daran, dass die Grundlagenforschung vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren etwas erhebliche Fortschritte gemacht hat. Und das hat jetzt auch zu ersten sozusagen therapeutischen Konsequenzen geführt. Eine seltene Erkrankung wie der Lupus profitiert besonders davon, wenn sie im Blick der Öffentlichkeit ist. Und das ist glücklicherweise, hier sind meine Offenlegungen übrigens kein Interessenskonflikt aus meiner Sicht mit dem Inhalt des heutigen Vormittages und Nachmittages. Und wie gesagt, eine gewisse Prominenz tut einer seltenen Erkrankung gut. Und es gibt verschiedene Prominente, nicht nur, wie hier gezeigt, in den USA aus dem Showbusiness, die sich öffentlich zu ihrer Lupuserkrankung bekannt haben, auch auf dem kontinentaleuropäischen
Teil der Welt ist das passiert. In Deutschland zum Beispiel Sophia Thomalla, die ja wahrscheinlich einige von Ihnen kennen. Und das tut einer solchen Erkrankung gut. Das stimuliert die Forschungsgelder, das stimuliert die Industrie, sich daran zu beteiligen und hier Lösungen zu finden. Eine Fernsehsendung in diesem Fall, die der Lupus-Community sehr geholfen hat, vor allen Dingen im Endeffekt den Patienten natürlich, ist die Serie Dr. House, die Sie kennen, gar nicht dadurch, dass hier besonders viele Lupus-Patienten gezeigt worden sind, sondern dadurch, dass der Lupus ständig als Differentialdiagnose, die es im Endeffekt doch nicht gewesen ist, gezeigt worden ist. Und es ist deswegen eigentlich mit großer Berechtigung, dass der Autor David Shore deswegen im Jahr 2006 von der Lupus Foundation of America, das ist eine sehr mächtige und auch finanzstarke Stiftung, den sogenannten Loop Award bekommen hat, obwohl es ja gar nicht von ihm eigentlich ursprünglich beabsichtigt gewesen ist. Wenn man nun versucht, einen Überblick über den Lupus zu bekommen, dann fallen einem gar nicht viele kreative Punkte ein. Alles das, was hier steht, werden Sie sozusagen erwartet haben. Aber 35 Minuten ungefähr dafür sind nicht viel Zeit. Und deswegen sehen Sie hier bei Punkt 4, muss ich mich bei der Therapie beschränken, nämlich auf den nicht renalen Lupus, wobei sich bei der Nierenbeteiligung und in der Therapie der Nierenbeteiligung gerade besonders viel tut in den letzten 2 bis 3 Jahren. Aber glücklicherweise gibt es auch genügend Neues zu berichten über die Therapie des nicht renalen SLE. Wie gesagt, der Lupus ist eine seltene Erkrankung mit bis zu 150 Fällen pro 100.000 Einwohner Prävalenz. Ist sie ungefähr 20 Mal seltener als unsere rheumatologische Indexerkrankung, die Rheumatoide Arthritis mit ihren 0,5 bis 1% Prävalenz in der Bevölkerung. Es ist klar und eindeutig eine Erkrankung von Frauen. Männer sind sehr viel seltener betroffen. Wenn sie betroffen sind, dann häufig besonders stark. Interessanterweise hat sich die Inzidenz der Erkrankung in den letzten 3 Jahrzehnten nicht nur verdreifacht, sondern es waren auch zufälligerweise die letzten 3 Jahrzehnte, in denen es diese Untersuchungen gibt. Das liegt vermutlich, nicht klar ist es nicht wirklich, aber liegt vermutlich daran, dass mildere Erkrankungen früher diagnostiziert werden können. In der Schweiz, kleines westeuropäisches Land, gibt es extrapoliert, es gibt keine eigenständigen epidemiologischen Daten, 3.000 bis 4.000 Erkrankte. In Deutschland können Sie das dann ohne Probleme mit 10 multiplizieren, also 30.000 bis 40.000 Erkrankten. Und von den Schweizer Erkrankten sind 900, jetzt über 900 in der Schweizer Lupus-Kohorte inkludiert, die an 9 Standorten Patienten in diese Studie, Beobachtungsstudie, aber auch mit einer Biobank einschließt. In St. Gallen werden davon ungefähr 250 Patienten betreut. Steigen wir ein in Klinik, Diagnose und Klassifikation dieser Erkrankung, die vielerorts, ich habe das nochmal in verschiedene Zitate dazu gefunden bei der Vorbereitung, als komplizierteste Erkrankung der Medizin bezeichnet wird. Und das liegt daran, dass sie so viele klinische Manifestationsmöglichkeiten hat. Und das wiederum berechtigt sie eigentlich dazu, als eins der Chamäleien in der Medizin bezeichnet werden zu können, die die Farbe von Patient zu Patient und auch innerhalb des Patienten stark wechseln kann. Das heißt, der Lupus des einen Patienten gleicht nicht oder nur wenig dem eines anderen Patienten. Ganz wichtig ist, initial, das heißt bei der Erstdiagnose, sind die Patienten krank. Der Lupus wird in aller Regel nicht als Zufallsdiagnose gestellt. Patienten haben Allgemeinsymptome, das kann das Ganze, den gesamten B-Symptomkomplex umfassen. Sehr häufig ist am Anfang Fieber, sehr häufig ist Gewichtsverlust und so weiter. Sie kennen die Symptome alle. Und dann gibt es Manifestationen sozusagen vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, die ein sehr, sehr breites Spektrum entfalten können und die sich
praktisch, wie gesagt, von Patient zu Patient nicht unterscheiden. Die häufigsten Manifestationen, gerade initial bei der Erstdiagnose, sind Haut und Gelenke. Deshalb wird die Erkrankung auch sehr häufig von Allgemeinmedizinern und von Rheumatologen dann später diagnostiziert. Hauptverantwortlich aber für irreversible Organschäden sind die Veränderungen, die sich abspielen an Niere, kardiovaskulären System und zentralen, übrigens auch am peripheren Nervensystem. Die Erkrankung tritt gar nicht so früh auf, wie man das so landläufig liest, nicht immer bei sehr jungen Frauen, sondern der Erkrankungsgipfel liegt eigentlich zwischen dem vierten und fünften Lebensjahrzehnt, und zwar sowohl für Frauen als auch für die unterste Kurve, die deutlich seltener, wie gesagt, betroffenen Männer. Am Beginn der Erkrankung ist sie häufig mild. Und im Verlauf der Jahre nehmen dann stärkere Krankheitsaktivitäten und schwere Verläufe erst zu. Glücklicherweise hat sich im Verlauf der Erkrankung einiges gebessert. Seit den 50er Jahren, als die Glukokortikosteroide in die Therapie eingeführt worden sind und in denen die Überlebensrate, 4 Jahre Überlebensrate hier aufgeführt, bei ungefähr 50% lag. Bis 2016 hat sich das dann deutlich verbessert, 15 Jahre Überlebensrate von 82%. Leider gibt es seitdem wenige epidemiologische neue Untersuchungen, aber kleinere Untersuchungen zeigen, dass die Überlebensraten seit den 80er Jahren nicht mehr wesentlich zugenommen haben. Das muss uns natürlich zu denken geben. Wir hoffen aber, dass es gerade mit den neuen Therapiemodalitäten sich daran etwas ändern wird. Hauptgründe für die erhöhte Mortalität sind vaskuläre Ereignisse, die Aktivität der Erkrankung, die Endorganschäden, besonders an der Niere, Infektionen und durchaus auch die bei Lupus häufigeren Neoplasien, vor allen Dingen hämato-onkologische und Lungenneoplasien. Ganz interessant ist eine der wenigen gerade erwähnten neueren, kleineren Untersuchungen, ist eine Analyse des spanischen SLR Renessa, nennt es sich, Registers gewesen, gerade publiziert auf dem letzten ACR, American College of Rheumatology Kongress in San Diego im letzten Herbst. Und hier hat man etwas ganz Interessantes gemacht, nämlich die Erkrankung eingeteilt in Lebensjahrzehnte, also diagnostiziert bis in die 80er Jahre, dann zwischen den 80er und 2000er Jahre und dann ab den 2000er Jahren. Und man sieht, dass sich die Hitliste der Punkte, die zur Mortalität hauptsächlich beitragen, verschiebt. Vaskuläre Ereignisse haben in den 80er Jahren stark die Liste angeführt, gefolgt von Infektionen und SLE-Aktivität. Und ab den 2000er Jahren beginnen jetzt die Infektionen, SLE-Aktivität und vaskulären Ereignissen den Rang abzulaufen. Dafür gibt es Risikofaktoren, die analysiert worden sind. Höheres Lebensalter, Serositis, Therapie mit Rituximab und Cyclophosphamid. Interessanterweise ein Hinweis auf ZNS-Manifestationen, die Depressionen, und als protektive Faktoren dann Hautbeteiligung und die Therapie mit Antimalarika, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Eine solche komplizierte Erkrankung hat natürlich auch eine komplizierte Entstehung, und da muss man zunächst mal an externe Risikofaktoren denken, die beim SLE relativ gut untersucht sind. Die UV-Bestrahlung ist ja bekannt. Wir werden gleich noch darauf eingehen, auf die Hautmanifestationen. Die Therapie mit oralen Kontrazeptiva, vor allen Dingen diejenigen, die Östrogene beinhalten. Rauchen ganz schlecht beim Lupus, sowohl was die Initiierung der Erkrankung anbetrifft, als auch was die Aufrechterhaltung der Aktivität betrifft. Luftverschmutzung ist assoziiert worden in verschiedenen Untersuchungen mit der Entstehung der Erkrankung. Das Gleiche gilt für verschiedene Mikroben und Viren. Hier gibt es eine besonders starke und gute Literatur, bereits beginnend in den 70er Jahren, zur Teilhabe des EBV-Virus. Dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen können, könnte durch diese Untersuchung gezeigt worden sein, schon in den 90er Jahren publiziert. Hier wurde gezeigt, dass Hunde
in Haushalten von SLE-Patienten und Patientinnen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit einem sehr schönen P von 0,0001 Autoantikörper gegen Doppelstrand-DNS zu entwickeln. Das heißt also im gleichen Haushalt häufiger Doppelstrand-DNS-Antikörper bei Hunden und bei Menschen im Vergleich zu Haushalten mit Hunden und mit nicht an SLE Erkrankten. Natürlich heißt das nicht, dass die Erkrankung von Hund auf Mensch oder Mensch auf Hund übertragbar ist, aber es könnte doch sein, dass sie Menschen und Hunde hier in einer Umgebung mit gleichen externen Risikofaktoren leben. Und das war keine Eintagsfliege, das ist ungefähr 12 Jahre später und dann auch noch in einer anderen Ethnie, nämlich in der chinesischen, reproduziert worden in einer ähnlichen sauberen Untersuchung, die ein sehr ähnliches Ergebnis gezeigt hat. Genetische Risikofaktoren spielen aber eine genauso große Rolle wie andere Umweltfaktoren. Das weibliche Geschlecht ist ja klar, sehr viel häufiger betroffen. Asiatische und afroamerikanische Ethnien ebenfalls häufiger betroffen und gerade bei afroamerikanischen sind auch die Verläufe in aller Regel schwerer. Menschen mit SLE-Verwandten ersten Grades haben ein deutlich höheres Risiko im Verlauf ihres Lebens an einem Lupus zu erkranken. Es gibt auch Studien, die hier nicht aufgeführt sind, Konkordanzstudien mit eineiigen Zwillingen, die ähnliche Ergebnisse zeigen. Insgesamt ist es aber ganz sicherlich eine polygene Erkrankung mit weit über 100 Prädispositionslotsi, hier unten aufgeführt, teilweise interessante Assoziationen mit der Interferonsignatur, mit Bindung an von Autoantikörpern an ihre Autoantigene, veränderter B-Aktivierung zusammen mit der Vitamin D-Insuffizienz sind mittlerweile identifiziert. Die Forschung hier dazu ist sehr aufwendig, wird mit hohem Aufwand betrieben, und es fließt glücklicherweise aber sehr viel Geld in diese Forschung, gerade in den USA, muss man sagen. So eine Erkrankung hat natürlich auch eine komplizierte Entstehung und im Falle des Lupus ist wahrscheinlich wirklich das gesamte Immunsystem, also sowohl das angeborene als auch das spezifische Immunsystem, in die Entstehung involviert. Und es beginnt damit, dass apoptotisches Zellmaterial nicht genügend abgeräumt werden kann. Also diese Clearance-Effekte, deren Ursache bisher nicht gut aufgeklärt sind, führen dazu, dass Autoantigene exponiert werden in der DNA, die nicht genügend abgeräumt werden kann. Es entstehen sehr frühzeitig Immunkomplexe, und Autoantigene werden zum Beispiel dendritischen Zellen präsentiert. Die dendritischen Zellen präsentieren sie dann wiederum an das spezifische Immunsystem. B- und T-Zellen interagieren miteinander. Es werden Zytokine freigesetzt. Berühmt mittlerweile sind die Typ-1-Interferone, das Interferon Alpha. Es werden Autoantikörper gebildet, die wiederum führen zu erneuten Entstehen von Immunkomplexen und es resultiert Entzündung, Organschäden im Sinne oder im Laufe einer vorwärtsgerichteten Aktivierungsdauerschleife, wie man das sich klassisch sozusagen von einer Autoimmunreaktion vorstellt. Also das gesamte Immunsystem ist betroffen und dadurch erklärt man sich auch, warum so viele verschiedene Krankheitsmanifestationen bei der Erkrankung möglich sind. Und immer wenn es so kompliziert ist und es keinen eindeutigen diagnostischen Test weder in der Bildgebung noch in der Pathologie noch im Labor gibt, ruft das Experten auf den Plan, die sich in schöner Einigkeit zusammensetzen und versuchen, Kriterien zu definieren, die diese Krankheit besser klassifizieren können. Also Klassifikationskriterien, die es beim Lupus schon in den 80er Jahren gegeben hat, vom American College of Rheumatology, die ACR-Kriterien, 11 da an der Zahl, 4 davon Laborkriterien, 7 klinische Kriterien. Das war nicht mehr modern und Euler und American College, Euler, das ist die europäische Fachgesellschaftsdachorganisation, sozusagen rheumatologischer Fachgesellschaft, haben sich zusammengesetzt in einem Komitee und in, wie gesagt, schöner Einigkeit dann über die nächsten 20 Jahre gebraucht, um neue Kriterien aus der Taufe zu heben. Das ist dann unter der weisen Führung von Martin Ahringer von der Universität in Dresden tatsächlich gelungen.
Und eine der Haupteigenschaften oder eine der Hauptcharakteristika dieser neuen Kriterien im Gegensatz zu den alten Kriterien ist, dass der Nachweis von antinuklearen Antikörpern von ANA als unbedingt erforderlich definiert und festgelegt worden ist. Wie antinukleare Antikörper gescreent werden, muss ich Ihnen vermutlich nicht sagen. Nur noch mal kurz der Hinweis: HEP2-Zellen sind die Grundlage. Das ist eine epitheliale karzinomatöse Zelllinie, die sich durch besonders große Zellkerne und Zytoplasmen auszeichnet. Und in einem eigentlich immunologischen Steinzeitverfahren der indirekten Immunfluoreszenz noch mit Personalaufwand dann identifiziert werden muss. Und hierbei ist alles, was grün leuchtet, eigentlich gleichbedeutend mit einem Nachweis von antinuklearen Antikörpern, natürlich im Vergleich zu Seren von Patienten, von Normalpersonen. Man sieht hier ein solches Bild einer positiven HEP2-Zelle mit einem homogenen Fluoreszenzmuster und positiven Chromosomen in der Metaphase. Hier in einem Titer, das heißt, die Seren werden dann 1 zu 2 immer weiter verdünnt, 1 zu 80, 1 zu 320, 1 zu 640. Das ergibt dann sehr die quantitativen Hinweise auf die Ausprägung der antinuklearen Antikörper. Also, antinukleare Antikörper in aller Regel im Screening HEP2 nachgewiesen sind obligate Voraussetzungen, damit man in die Klassifikation des SLI einsteigen kann. Hier nochmal gezeigt, obligat antinukleare Antikörper und dann klinische Kriterien und immunologische Kriterien sind nicht ganz unähnlich in manchen Punkten wie die alten ACR-Kriterien, aber es gibt doch entscheidende Neuerungen. Die eine ist, dass die Kriterien nicht mehr einzeln gleich eins gezählt werden, sondern dass sie in verschiedenen Kriterien verschiedene Wichtungen zugeordnet worden sind. Zum Beispiel bei Lupus Nephritis, WHO Typ 3, 4, sind das bereits 10 Punkte. Zusammen mit dem Nachweis von ANA kann man hier bei einem erforderlichen Grenzscore von 10 bereits einen Lupus klassifizieren. Sie sehen, dass hämatologische Untersuchungen zu den klinischen Kriterien zählen. Sie sehen, dass konstitutionell das Fieber jetzt dazugekommen ist. Das möglicherweise wird auch alleine deswegen der Lupus früher diagnostiziert werden in der Zukunft, weil die Kriterien eben dieses neue konstitutionelle Symptom sozusagen erlauben. Ganz wichtig ist, Sie dürfen diese Kriterien nicht als diagnostische Kriterien verstehen, sondern nur anwenden, wenn Sie wirklich den konkreten Verdacht auf einen Lupus haben, wenn es nicht eine plausiblere, zum Beispiel infektiologische oder hämato-onkologische Erklärung für das Problem des Patienten gibt. Die Kriterien können historisch und kumulativ gesammelt werden sozusagen, also sie müssen nicht gleichzeitig vorliegen. Und insgesamt, wie gesagt, nochmal wichtig, im Kopf zu behalten, der Score von mindestens 10. Und damit sind wir angesichts der Zeit schon beim therapeutischen Teil angekommen. Ganz wichtig zu Beginn sind Allgemeinmaßnahmen, Schutz vor UV-Strahlung, besonders bei aktiver und früherer Hautmanifestation. Vitamin D sollte hochgehalten werden in einem Land wie Deutschland, mittlerweile auch der Schweiz, wo Vitamin D-Spiegel nicht mehr bezahlt werden. Tun Sie sicherlich nur Gutes und nichts Falsches, wenn Sie allen Patienten 2.000 bis 3.000 Einheiten Vitamin D3 pro Tag geben. Raucherentwöhnung so früh wie möglich, dort natürlich nur, wo es realistisch ist. Prävention von wichtigen Komorbiditäten, im Schutz möglichst vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber soweit es möglich ist. Behandlung, konsequente Behandlung kardiovaskulärer Risikofaktoren, die in den letzten Jahren wahrscheinlich eben schon dazu geführt hat, dass kardiovaskuläre oder auch zerebrovaskuläre Ereignisse nicht mehr den Hauptplatz einnehmen in der Entstehung der Mortalität der Erkrankung. Prävention der glukokortikoid-induzierten Osteoporose mit entsprechenden Untersuchungen und Mitteln. Ganz wichtig für alle SLE-Patienten, nicht für alle Patienten mit Phospholipid-Antikörpern, aber alle, die auch einen SLE haben, ist die lebenslange Therapie mit niedrigdosierter Acetylsalicylsäure. Jenseits von internationalen Empfehlungen haben sich in den letzten 20 Jahren vier Säulen
der medikamentösen Therapie, des renalen SLE, nicht renalen SLE und renalen, muss man eigentlich sogar sagen, etabliert. Erst jenseits dieser vier Säulen trennt sich das dann zwischen renalen und nicht renalen SLE. Und Sie sehen hier diese vier Säulen. Glukokortikoide natürlich so wenig wie möglich und so kurz wie möglich. Hydroxychloroquin, starke Empfehlung für möglichst alle Patienten. Nach derzeitigem Kenntnisstand lebenslang. Immunsuppressiva nur dann, wenn erforderlich und abhängig von der Art und Schwere von Organmanifestationen, von den Komorbiditäten haben wir gerade besprochen. Das sind in allererster Regel eben kardiovaskuläre, zerebrovaskuläre Komorbiditäten. Wir haben fünf konventionelle immunmodulierende Substanzen. Den Begriff mag ich lieber als den der Immunsuppressiva, weil sie eben die Dosierung, die wir heute anwenden, nicht mehr so stark immunsuppressiv sind, wie das früher der Fall gewesen ist. Sie kennen sie alle: Azathioprin, Cyclosporin, Methotrexat, Mycophenolat und Cyclophosphamid sind allesamt nicht spezifisch für die Therapie des SLE entwickelt worden und haben selbstverständlich, ohne dass ich jetzt aus Zeitgründen darauf eingehen möchte, Sie finden das dann, wenn Sie möchten, im PDF auf der Website, aber noch in größerer Detailtiefe, werden häufig eingesetzt beim Lupus und die Art, wie sie eingesetzt werden, hängt jetzt davon ab, wie stark die Organmanifestation ist. Es gibt aktuell drei Biologika, die in der Routine bereits eingesetzt werden beim SLE. Zwei davon, Belimumab und Anifrolumab, sind für die Therapie des SLE spezifisch entwickelt worden. Rituximab stammt aus der Hämato-Onkologie, kennen Sie alle, und depletiert CD20-positive B-Zellen. Belimumab verhindert die Aktivierung von B-Zellen und Anifrolumab verhindert die Wirkung von Interferon Typ 1, vor allen Dingen Interferon Alpha, dadurch, dass es seine Bindung an seinen Rezeptor auf den Zellen blockiert. Zu den beiden letzteren, Belimumab und Anifrolumab, gibt es eine gute Studienlage. Natürlich deswegen sind ja auch für die Therapie speziell dann zugelassen worden. Für Rituximab leider eben nicht. Möglicherweise mit einem modernen Studiendesign wäre das heute anders. Rituximab wird schon sehr lange beim Lupus bei schweren Verläufen eingesetzt und die ersten Studien, die dazu gemacht worden sind, sind über 20 Jahre her. Heute würde man sie anders machen und hätte wahrscheinlich eine größere Chance auf positive Ergebnisse. Aber sie wirken im Einzelfalle sehr gut. Ganz wichtig ist, Treat to Target, Neudeutsch, hat sich jetzt auch bei der Therapie des SLE durchgesetzt. Das heißt also, Treat to Target im Gegensatz zu passiver Haltung und nur reagieren auf den nächsten Schub, sondern möglichst frühzeitig mit einem konkreten Behandlungsziel vor Auge die klinische Aktivität unterdrücken, damit nicht im Laufe der Zeit hier die rote Kurve mehr Organschaden entsteht. Wenn man die mehrzackige Aktivität hier oben frühzeitig unterbricht durch entsprechende Therapie aufgrund eines gesetzten Zieles, hat man mehr Chancen, dass weniger Organschaden im Laufe der Zeit im Vergleich jetzt zu hier oben entsteht. Und das hat sich in der Therapie des Lupus jetzt eindeutig durchgesetzt und findet auch seinen Widerhall in den internationalen Empfehlungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir haben zwei Medikationen, die schön gezeigt haben über langjährige Untersuchungen, dass sie in der Lage sind, solchen Organschaden zu verhindern. Das eine ist das erwähnte Hydroxychloroquin, das alle Patienten möglichst lebenslang bekommen sollten. Hier eine 10-jährige Untersuchung, die obere Kurve Hydroxychloroquin, die untere Kurve Patienten ohne Behandlung mit Hydroxychloroquin, deutlicher Unterschied, hochsignifikant zugunsten von Hydroxychloroquin-Behandelten, die ihren Organschaden weniger ausgeprägt und später entwickeln als Patienten, die nicht behandelt worden sind. Und sehr ähnliche Untersuchungen, dann hier über 8 Jahre, die durchgeführt worden sind, hier in der Toronto-Lupus-Kohorte mit Belimumab, dem Antikörper, der B-Zellaktivierung unterbricht. Die von EULAR, also der Europäischen Dachgesellschaft rheumatologischer Fachorganisationen, ausgesprochenen Empfehlungen sind die international aktuellsten, Ende letzten Jahres publiziert, sowohl für den nichtrenalen, auch
als auch in der gleichen Publikation für den renalen Lupus. Und hier hat man zwei Ziele formuliert, Treat-to-Target. Entweder muss eine Remission möglichst frühzeitig erreicht werden oder eine, für die meisten Patienten muss man sagen, sehr viel realistischere niedrige Krankheitsaktivität. Wie wird das definiert? Eine Krankheitsaktivität bei der Remission von 0 im sogenannten SLEDAI, das ist ein sehr leicht zu erhebender, 11 Punkte umfassender Fragebogen, der verschiedene Organdomänen und Laboruntersuchungen abfragt. Das in der Hand des Erfahrenen dauert das weniger als 30 Sekunden, ihn zu erheben. 0 ist etwas, was man häufig mittlerweile auch vorfindet beim Lupus, wenn man ihn richtig behandelt oder wenn man eine milde Verlaufsform vor Augen hat. Aber diese Patienten dürfen eben nur mit Hydroxychloroquin behandelt worden sein und dürfen keine Glukokortikoide erhalten. Eine niedrige Krankheitsaktivität dann auch mit einem niedrigen SLEDAI, aber immerhin ein paar Punkte dürfen hier schon vorhanden sein. Prednison maximal 5 Milligramm pro Tag. Immunsuppressiva in stabiler Dosierung und gut vertragen. Und jetzt folgt etwas, was man im Englischen so schön ein Busy Slide nennt. Ich werde Sie aber ganz schnell da durchführen. Es ist nicht so schwierig, wie es vielleicht auf Anhieb aussieht. Man sieht diese drei hellblauen Säulen, die verschiedene Krankheitsaktivitätsspektren zeigen. Mildes Aktivitätsspektrum, moderat aktives und hochaktives, jeweils definiert durch den SLEDAI von kleiner gleich 6, 7 bis 12 oder größer 12, dann mit starker Organbedrohung. Alle Patienten lebenslang Hydroxychloroquin, kleiner 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mit regelmäßigen Untersuchungen des Augenhintergrundes ab 5 Jahre Therapie einmal im Jahr. Wenn das nicht ausreicht und auch die zusätzlichen Therapien mit niedrigdosierten Steroiden nicht ausreichen, erst dann zu Kombination eines klassischen immunmodulierenden Agents, nämlich zum Beispiel Methotrexat und Azathioprin, nach den neuen, jetzt eben im Dezember publizierten, kann man auch Belimumab und Anifrolumab durchaus schon bei mild aktiven Patienten einsetzen, wobei noch nicht die Situationen, für die das wirklich zutrifft, dann noch nicht sehr gut definiert worden sind nach meiner Einschätzung. Auch bei der moderaten Krankheitsaktivität kann Methotrexat und Azathioprin durchaus noch ausreichen. Cyclosporin kommt dazu. Tacrolimus wird von der EULA nicht genannt. Das kommt aus der Guideline der British Society, wird aber deutlich häufiger eingesetzt, als es erwähnt worden ist in der neuen EULA-Empfehlung. Mycophenolat beginnt ab der moderaten Krankheitsaktivität eine wichtige Rolle zu spielen. Ist zum Beispiel bei der schweren Hautmanifestation sehr hilfreich in vielen Fällen. Und Cyclophosphamid muss, wenn man sich an dieses Schema hält, wirklich nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Rituximab. Und durch die seltenere Einsatz dieser beiden Substanzen wird es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit der epidemiologischen Untersuchung dazu laufen, auch zu weniger Infektionen kommen, als wie sie bisher eben bei den Punkten, die zu einer erhöhten Mortalität führen, eine Rolle spielen. Wohin geht der Weg in die Zukunft? Glücklicherweise ist das Interesse der Pharmaindustrie erwacht und es gibt eine Unzahl, kann man praktisch schon sagen, von pharmazeutischen und biopharmazeutischen Entwicklungen. Man kann eigentlich sagen, da hier ist bereits jetzt schon der Teufel los. Und auf dieser Übersichtsgrafik, publiziert im letzten Jahr, kann man sehen, die Phase 1, Phase 2 und Phase 2, Phase 3 verschiedener Substanzen und Biologika, die bei verschiedenen pathogenetischen wichtigen Punkten des SLE jetzt in der klinischen Entwicklung sind, bei peripheren dendritischen Zellen, bei Zytokinen, Chemokinen, bei der interzellulären Signaltransduktion, in der BCT-Zell-Co-Stimulation, bei T-Zellen und bei Plasmazellen. Sie sehen, das kann man gar nicht auf einen Blick alles erfassen. Zwei hier im zentralen Punkt, hier marketed, sind schon auf dem Markt, Anifrolumab und Belimumab, das habe ich schon gezeigt, und alle anderen bewegen sich auf dieses Zentrum zu. Natürlich werden es nur einige schaffen und drei davon, die es möglicherweise schaffen werden, wo,
nach meiner persönlichen Einschätzung die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen könnten, relativ hoch ist. Zeige ich jetzt auf diesem Sketch. Sie sehen hier nochmal zur Eingewöhnung sozusagen Rituximab und Belimumab, die beide bei B-Zellen aktiv sind. Anifrolumab, dass die Wirkung für Interferon, vor allen Dingen Interferon Typ 1, unterbricht. Und neu jetzt kommt das Litifilimab, ein monoklonaler Antikörper gegen den BDCA2-Rezeptor auf peripheren dendritischen Zellen hinzu. Und periphere dendritische Zellen haben unter anderem die Eigenschaft, dass sie besonders viel Interferon Alpha produzieren. Also auch hier, ebenso wie bei Anifrolumab, wahrscheinlich ein Interferon Alpha supprimierender Effekt, etwas indirekter als beim Anifrolumab. Upadacitinib ist auch in der Entwicklung für den SLE, jetzt in Phase 3. Dass die JAK-Kinasen, oder eigentlich muss man sagen, die JA-Kinasen, also Januskinasen, viele immunregulatorische und proinflammatorische Zytokine regulieren, ist bekannt, schon aus der Therapie der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, des Spondyloarthritis und Hautkrankheiten, natürlich der Psoriasis zum Beispiel. Und wie gesagt, hier läuft eine Phase 3. Deucravacitinib ist ebenfalls in fortgeschrittener klinischer Entwicklung. Es richtet sich gegen die TYK2, auch eine intrazelluläre Kinase, die ein etwas spezifisches Zytokinprofil für Autoimmunerkrankungen jetzt vielleicht auslöst, als das die Januskinasen tun. Wie gesagt, alle drei in fortgeschrittener klinischer Entwicklung, in Phase 3 nach erfolgreichen Phase 2 Studien. Noch ganz zum Schluss, zwei vielversprechende neue Ansätze, die noch nicht jetzt in formalen Phasen getestet worden sind. Das erste ist die Therapie mit dem auf Plasmazellen sitzenden CD38, dem Daratumumab, kennen vielleicht einige von Ihnen aus der Therapie des multiplen Myeloms. Das haben sich die Kollegen in der Charité vorgenommen und haben es bei Lupus-Patienten eingesetzt. Publiziert worden sind im letzten Jahr zwei dieser Patienten. Und auch hier wieder ein busy Slide, aber es ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. A und B sind diese beiden Patienten. Unten sind die Aktivitätsverläufe im erwähnten SLEDAI zu sehen und man sieht, dass über 36 Wochen die SLEDAI-Aktivität bei beiden Patienten praktisch verschwindet. Das gleiche gilt hier in der Mitte für die Doppelschrank-DNS-Antikörper und antinuklearen Antikörper. Bei dem einen Patienten der Abfall des Kreatinins und der Proteinurie, beim anderen Patienten die Wirkung auf Thrombozyten und Anämie bei einem hämatologischen Lupus. Eine wirklich spannende Entwicklung ist die mit Anti-CD19-positiven CAR-T-Zellen, T-Zellen, die diesmal pioniert werden in der Universität Erlangen. Was sind CAR-T-Zellen? Das kennen vielleicht einige von Ihnen auch schon aus der Hämato-Onkologie. Hier werden Patienten T-Zellen entnommen. Hier ist das Schema gezeigt der Charité für den stationären Aufenthalt von 10 Tagen. Also T-Zellen werden entnommen. Es wird ein Konstrukt gentechnologisch in das Genom der Zellen eingebracht, das dann sehr effektiv CD19 erkennt und CD19 tragende Zellen abtötet. Die Zellen werden extrakorporeal vermehrt, dann den Patienten wieder infundiert, das Ganze nach einer konditionierenden Therapie mit Fludarabin und Cyclophosphamid, wie wir es aus der Knochenmarktransplantation kennen, in etwas niedrigeren Dosierungen und gut vertragen, offenbar bei den bisher präsentierten, ich glaube, jetzt sind es 12 Patienten. Sie sehen hier die einzelnen Parameter, Proteinurie, Komplement, Doppelschrank-DNS, Fatigue nach 3 Monaten, praktisch alle auf Null. Die SLEDAI-Aktivität ebenso praktisch bis auf einen Patienten und bei denen war es dann ein paar Monate später auch bei null. Nämlich am Monat 5, 21 und 25 sind dann 3 Patienten nochmal gezeigt worden auf dem letzten EULAR-Kongress im letzten Juni. Sie müssen hier also noch 7 Monate dazu addieren. Die anderen Patienten folgen dann im Laufe der Zeit und allen nach mündlicher Aussage von Georg Schett aus Erlangen sind nachhaltig bei einer SLEDAI-Aktivität von null. Das sind natürlich dann wirklich sehr beeindruckende Ergebnisse und
CD19 CAR-T-Zellen werden jetzt auch bei anderen B-Zell-getriebenen Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Also hier könnte sich zumindest beim refraktären Lupus tatsächlich eine kleine oder vielleicht auch sogar eine große Revolution in der Therapie anbahnen. Und wenn ich hier nur den letzten Teil zusammenfassen darf, wenn Sie einen Lupus behandeln wollen, schauen Sie sich die Euler-Kriterien an, die Euler-Behandlungsempfehlungen an. Hier ist wirklich sehr schön gezeigt, wie man mit den Patienten therapeutisch umgehen sollte. Und wenn Sie einen Lupus behandeln wollen, dann haben Sie Remission oder eine niedrige Krankheitsaktivität vor Augen und reagieren Sie nicht nur auf Krankheitsaktivität. Anifrolumab muss seinen Platz noch so ein bisschen finden. Es wirkt auf jeden Fall sehr gut bei der schweren Hautmanifestation, aber es ist eine kleine Sensation, dass hier ein drittes spezifisch für den SLE zugelassenes Medikament auf den Markt gekommen ist. Andere Biologika und Kinase-Inhibitoren sind in einer Plethora in klinischer Entwicklung. Das ist sehr gut für die Lupuspatienten. Wie sich und ob sich CAR-T-Zellen dann in der klinischen Routine wirklich durchsetzen werden, das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, insbesondere auch deswegen, weil die Therapie natürlich nicht ganz risikoarm, Entschuldigung, ist und vor allen Dingen, weil sie auch viel Geld kostet. Aber erfahrungsgemäß reguliert sich so etwas bei mir Erfahrung dann auch im Laufe der Zeit ein. Und damit bin ich eigentlich am letzten Punkt angekommen, nämlich der ausdruckgebende Hoffnung, dass wir beim Lupus doch in den nächsten Jahren wahrscheinlich relativ schnell mehr erreichen können. Es wird beim Lupus nie so sein, dass wir alle Medikationen für jeden Patienten in eine Packung sozusagen oder in eine Tablette konzentrieren können. Aber es wird auf jeden Fall mehr Wege geben, den individuellen Lupus-Patienten adäquat behandeln und in eine Remission bringen zu können, als wir das auch nur heute noch gewöhnt sind. Und wer immer noch nicht genug hat vom Lupus, der ist herzlich eingeladen, online oder gerne natürlich auch in Person am Ostschweizer Lupustag teilzunehmen. Es ist nur 2 Stunden von München aus, aber wie gesagt, der Inhalt wird dann später auch als Webinar abrufbar sein. Ich werde den Link dann in das PDF, das auf der Website aufgeschaltet werden wird, hier vom Würmtal-Symposium nochmal präsentieren. Und damit möchte ich mich bedanken und freue mich auf Fragen. Johannes, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Überblick, der wirklich, glaube ich, vom Anfänger bis zum Spezialisten Informationen gibt. Vielleicht magst du noch aus deiner Präsentation aussteigen oder Frau Schlüter kann uns freischalten, dass wir uns größer im Bild sehen. Ich erlaube mir ganz kurz nochmal zwei redaktionelle Anmerkungen zu machen. Erstens, bitte nutzen Sie die Fragenfunktion. Es ist immer schön, wenn wir darauf eingehen können und dies das auch aufnehmen, was Sie aus dem Publikum der Zuhörerschaft bringen. Und vielleicht auch von den Kollegen der Referenten, falls Fragen sind zur Diskussion, einfach dazuschalten und diese dann gegebenenfalls mit uns besprechen. Vielen Dank mal dafür. Johannes, ich möchte, wir haben noch gute Zeit, dir mal drei frontale Fragen stellen, wie du Ratschläge gibst. Und zwar einmal an den Allgemeinmediziner, einmal an den Rheumatologen und einmal an den Patienten mit Lupus. Lass uns doch mal mit dem Patienten anfangen, den ihr neu als Lupus-Patient diagnostiziert, jetzt nicht gleich den schwerstkranken Patienten, sondern jemand, der in die Ambulanz kommt, der sonst noch ganz gut beisammen ist, aber Symptome ist. Was rätst du diesem, abgesehen von dem, was wir jetzt hörten, er soll aufhören zu rauchen und dergleichen? Was habe ich denn, wie muss ich damit umgehen? Was ist heute deine Aussage im Vergleich zu den 80er Jahren? Also ich kann so anfangen. In den 80er Jahren hat ja sozusagen meine Karriere mit dem Lupus begonnen, Ende der 80er Jahre. Und die ersten Lupuspatienten, die ich gesehen habe, das waren tatsächlich schwer erkrankte Patienten mit starker Organmanifestation. Die leichteren Formen hat man damals zumindest am Universitätsklinikum noch nicht so gesehen oder vielleicht auch gar nicht diagnostiziert. Das heißt, diese Patienten kämpften damals wirklich um ihr Leben in aller Regel. Also an diese Phase kann ich mich gut erinnern und habe natürlich in dieser Phase auch sehr viel über die schwere Organmanifestation gelernt, wobei man interessanterweise damals das Zyklophosphamidis
Cyclophosphamid ja schon zur Verfügung hatte und man für die schweren Organmanifestationen, wie wir ja gerade gesehen haben, an den Euler-Kriterien heute auch noch gar nicht Neues mehr oder weniger hat. Vielleicht eben CAR-T-Zellen, in wenigen Fällen auch hier nicht erwähnt, die Knochentransplantation. Also da hat sich einiges getan. Ich muss zugeben, mit leichteren Lupusverläufen haben wir uns damals an der Universitätsklinik in Bonn nicht beschäftigt, weil wir sie gar nicht gesehen haben. Aber es hat sich sicherlich, wenn man Patienten vergleicht, heutzutage die schweren Manifestationen mit einer leichten, man kann beiden sehr viel mehr Hoffnung machen. Ja, also auch den Patienten mit schweren Lupus, wir können mit den Therapeutika, die zur Verfügung stehen, wir haben zusätzlich noch das Rituximab für den schwer verlaufenden Lupus, wir können auch mit dem Cyclophosphamid, das damals in den 80er Jahren noch als Tablette verabreicht wurde und sehr viel höhere Dosierungen erreicht hat, natürlich Gesamtdosierungen, sehr viel besser umgehen. Das heißt, man kann den Patienten auf jeden Fall quo ad vitam sehr viel mehr Hoffnung machen von Anfang an. Wenn ich jetzt einen neuen Patienten jetzt hier in der Ambulanz sehe, dann habe ich natürlich sehr viel mehr Informationsmöglichkeiten. Viele Patienten sind bereits gut vorinformiert, wenn sie bei uns hier ankommen, aus dem Internet. Wir geben den Patienten Informationsmaterialien ab. Wir versuchen wirklich jeden Patienten in Lupus Swiss, das ist die Patienten-Selbsthilfeorganisation, anzudocken. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Patienten frühzeitig in Kontakt treten mit ebenfalls an Lupus leidenden Patienten. Und wir versuchen natürlich das, was alle Ärzte versuchen, wir versuchen die Patienten davon zu überzeugen, dass sie eine chronische Erkrankung haben. Die Erkrankung geht nicht weg. Sie wird mit alternativmedizinischen Behandlungen schlecht in den Griff zu bekommen sein. Und wir wollen alles tun, damit die Patienten eine möglichst hohe Compliance behalten, um ihre Medikamente auch einzunehmen. Was ich vorhin erwähnt hatte, mehrfach, ist hier die lebenslange Einnahme, zum Beispiel bei Phospholipid-Antikörpern von Acetylsalicylsäure, bei allen Patienten, bei denen es geht, mit Hydroxychloroquin, das gilt auch für die Patienten mit dem renalen SLE übrigens. Und es gibt noch keine sehr guten Untersuchungen, aber starke Vermutungen, dass wirklich wenige Patienten das auch tatsächlich lebenslang durchhalten. Das heißt also, ganz wichtig ist die dauernde Motivation, der regelmäßige Kontakt mit den Patienten und dass die Patienten sich untereinander unterhalten, um ihre Motivation für Einhaltung der Therapien und der Kontrolluntersuchung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass das jetzt sehr viel verbindet von dem, was mir gerade wichtig war. Auch ich erinnere mich in den 80er, 90er Jahren mit Progression, was wir eigentlich alles versucht haben, um den Patienten zu helfen. Mein Eindruck ist, dass wenn man in der Ambulanz sowohl klinisch als auch sonst die Patienten sehr früh erwischt, dass man dann die schweren Verläufe oft verhindern kann in der Entstehung, weil die autoimmunen Prozesse rechtzeitig, sei es durch Quenzyl, wie das ja belegt ist, bremsen oder vielleicht sogar zum Stillstand bringen kann. Und deswegen ist die zweite Frage für mich eigentlich der Rat an den Allgemeinmediziner: Wie geht er vor, wenn er den Verdacht auf Lupuspatienten hat? Unter der Hypothese, je früher die Diagnose gestellt wird, desto schneller kann man schwere Verläufe verhindern. Genau, also das ist eigentlich das, was ich versucht habe zu sagen mit dem Treat-to-Target-Prinzip. Natürlich je früher, und wir wissen heute durch einige gute Untersuchungen, dass Endorganschäden schon sehr früh im Verlauf der Erkrankung entstehen, wenn sie nicht behandelt wird. Das heißt also, die frühe Erkenntnis und die frühe Diagnose spielt eine wesentliche Rolle. Also ich glaube, man kann in der Erkrankung, wenn man anderes ausgeschlossen hat, kann man die Klassifikationskriterien gut einsetzen für die Diagnose. Gerade jetzt mit den gewichteten Kriterien wird man da viel weniger Fehler machen, als es früher mit den Einzelkriterien des ACR der Fall gewesen ist. Also man sollte die Kriterien tatsächlich anwenden. Und natürlich bin ich der Meinung, dass man dann einen Rheumatologen zu Rate ziehen sollte. Weiß aber, dass in Deutschland es wenige Termine gibt. Ich denke aber, dass auch die meisten Praxen in Deutschland versuchen werden, sicherlich auch hier bei einer Neudiagnose eines SLE einen schnellen Termin zu vergeben, wenn es irgendwie geht. Also das heißt, bei einem begründeten Verdacht oder auch durchaus, weil wir bekommen hier relativ viele gute Erstdiagnosen schon von Allgemeinmedizinern zugesandt, würde ich
natürlich versuchen, den Kontakt mit einem Rheumatologen zu suchen. Vieles geht natürlich heute auch schon telemedizinisch. Gerade in Zeiten von Corona haben wir sehr viel mit Allgemeinmedizinern telemedizinisch zusammengearbeitet. Ich muss sagen, es hat besser funktioniert, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Aber natürlich wollen wir als Rheumatologen den Patienten auch sehen. Danke dafür. Im Prinzip ist es der Aufruf der Patienten mit dem Verdacht, mit positiven ANA. Das ist auch eine Detailfrage, welches Labor macht man am Anfang. Die ANA sind der Schlüssel zur Diagnostik, dass man dann den Kontakt zum Rheumatologen sucht und gegebenenfalls bei schwerem Verdacht das Telefon in die Hand nimmt, um den direkten Kontakt herzustellen. Jetzt ganz kurz ein paar technische Fragen, dann habe ich noch ein paar Fragen mit kurzer Antwort. Dass mein Bild unscharf ist, tut mir leid, wir werden nachher mit Technik dran arbeiten. Das war eine Frage. Zweitens die PDFs. Die Website zum Rheuma-Symposium wird 2 Wochen nach Beendigung des Symposiums noch offen sein und auch die Vorträge werden auf der Website der MVZ GmbH, also www.rheumatologie-welker.de, nachvollziehbar sein, wie in den letzten Jahren auch, sodass Sie sich nochmal im Nachgang informieren können. Vielen Dank an alle, auch die Autoren, die das mitmachen. So, jetzt kurze Frage. TKZ-Therapie einmalig, mehrfach, stand jetzt einmalig, ne? Einmalige Therapie, das Ziel ist tatsächlich eben Reset des Immunsystems. Und bis jetzt gibt es Verläufe von bis zu 2 Jahren jetzt bei 3 Patienten, soweit ich das weiß. Wie gesagt, mit weiterhin fehlender Krankheitsaktivität. Ohne Therapie, muss man sagen. Therapiefreie Remission. Ein genialer Effekt, muss man sagen. Die Risiken müssen wir noch schauen, was sich da entwickelt in der Zeit. Genau. Zweite Frage, Lebensgewohnheiten, allgemeiner Risikofaktor. Gibt es Unterschiede zwischen adipösen und schlanken Patienten beim Lupus? Es gibt keine mir bekannten Unterschiede, was die Lupusaktivität an sich anbetrifft, zwischen adipösen und normalgewichtigen Patienten. Es gibt aber natürlich große Unterschiede, was die Komorbiditäten anbetrifft. Diabetes mellitus, zerebrovaskuläre Erkrankungen, die beim Lupus eine erhebliche Rolle spielen. Bei einer schlechteren Prädisposition der Blutgefäße gibt es mehr Komplikationen durch die chronische Entzündung, die beim Lupus entsteht. Deswegen ist es auch so wichtig, zerebrokardiovaskuläre Morbidität frühzeitig zu erkennen und so zu behandeln. Und das ist natürlich klar die Assoziation mit dem erhöhten Körpergewicht. Und es geht ja praktisch auch darauf ein, die Hauptkomplikationen für tödlichen und schweren Verlauf sind mittlerweile die Sekundärkomplikationen, also kardiovaskuläre Infektion, hast du ja selbst genannt. Und das ist ja per se für die Adipositas deutlich erhöht, ne? Ja, also glücklicherweise, wie gesagt, scheinen die kardiovaskulären und zerebrovaskulären Ereignisse mehr in den Hintergrund zu treten. Und das liegt eben daran, dass die vaskuläre, möchte ich mal fast sagen, Komorbidität frühzeitiger erfasst und konsequenter behandelt wird, als es noch in den 80er Jahren der Fall war. Dann letzte Frage, der Rat an den Rheumatologen, niedergelassen oder im Krankenhaus. Wie soll er mit den Patienten umgehen? Es geht so zum Beispiel Detailfrage, das Fatigue-Syndrom ist ja ein sehr hartnäckiges, lästiges Symptom für Lupuspatienten mit starker Einschränkung der Lebensqualität. Wurde ja früher oft akzeptiert, wir können es nicht besser behandeln. Die Schlafstörungen, die Depressionen, wie würdest du das handhaben? Heute aggressiv, nein, nicht aggressiv, intensiv angehen und gegebenenfalls auch sehr früh mit dem Biologiker einsteigen, sei es mit Belimumab oder mit dem Anifrolumab, wie es ja auch jetzt von den Gesellschaften genehmigt ist oder geraten wird, oder bist du diesbezüglich immer noch ein bisschen zurückhaltend? Du sprichst jetzt die Fatigue an. Speziell, ja. Das habe ich gehofft, dass du nicht tun würdest, aber es ist eigentlich, muss man sagen, tatsächlich mehr oder weniger kann man fast schon sagen, das einzige schwere Problem, das bei der Therapie des Lupus noch nicht auch nur ansatzweise gelöst ist. Das muss man leider so sagen. Was mich beeindruckt hat, sind eben die Patienten, die mit CAR-T-Zellen behandelt worden sind. Völliges Verschwinden der Fatigue. Wir haben ganz gute Untersuchungen auch hier in St. Gallen gemacht, bei Patienten mit dem von dir erwähnten
Belimumab. Also wir haben sehr viele Patienten, die sehr positiv reagieren, was die Fatigue anbetrifft. Wir haben das mit Facet, haben wir das verfolgt über 3 Jahre. Das sind eigentlich praktisch alle Patienten, die reagieren, und doch ein erheblicher Prozentsatz der Patienten, die sehr stark positiv reagieren, was die Fatigue anbetrifft. Und man muss allgemein zur Fatigue sagen, man muss natürlich auch bei Lupus-Patienten, sind natürlich auch Normalmenschen gleichzeitig. Und es gibt, wie bei allen Menschen, auch bei der Lupus-Fatigue, andere Gründe für eine Fatigue. Die muss man natürlich ausschließen erstmal, ne? Es gibt, muss nicht unbedingt der Lupus sein. Nur wenn der Lupus als allerletztes Erklärungsmodell für die Fatigue übrig bleibt, dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, können wir das jetzt hier spezifisch therapieren? Wie gesagt, bis hier gibt es da leider wenige Möglichkeiten, und die liegen wahrscheinlich doch bei den ganz modernen Therapien. Klassische immunmodulierende Substanzen, oder auch Corticosteroide, haben offenbar keinen wesentlichen Effekt auf die Fatigue. Drei kurze Fragen mit jeweils einer kurzen Antwort bitte. Sollen Lupuspatienten mit hoher Aktivität antikoaguliert werden? Unter Umständen ja, also das kommt wirklich sehr auf den individuellen Fall an. Also das kann man jetzt nicht sagen. Also bei Phospholipid-Antikörpern wird er wahrscheinlich, wenn er ein Phospholipid-Antikörpersyndrom hat, dann wird er wahrscheinlich schon antikoaguliert sein. Damit geht es schon mal los. Und je nach, du meinst jetzt bei stationärer Therapie, wenn er bettlägerig wird und so weiter, also selbstverständlich wird er genauso behandelt wie jeder andere Patient auch, ja. Okay. Also ja. Zweite kurze Frage: Wie hoch ist das erwähnte Risiko für Lungenneoplasien? Hier die Frage aus dem Chat. Ich denke, es war Neoplasien allgemein gemeint. Ja, die Inzidenz von Neoplasien ist beim Lupus wie auch bei anderen Autoimmunerkrankungen im Übrigen leicht erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und verschiedene Analysen haben gezeigt, dass Lungenmalignome dort besonders herausstechen, und hämato-onkologische Hast du eine Neoplasien. Zahl? Ein Nein, ich habe keine relatives Zahl. Risiko gibt es nicht, ne? Also das Risiko ist sicherlich gering. Ich würde mal sagen, eine Odds Ratio von 1,1. Okay, ein wichtiger Punkt. Letzte Frage für jetzt. Gibt es ernährungstherapeutische Hinweise oder ernährungsmedizinische Hinweise? Darüber würde ich gerne einen eigenen Vortrag halten. Es gibt durchaus viele Tipps und Möglichkeiten für eine antiinflammatorische Ernährung. Also klassisches Beispiel ist, wie so oft, die mediterrane Diät oder mediterrane Ernährung, in der also möglichst wenige Substanzen enthalten sind in der täglichen Ernährung, die proinflammatorisch sind. Aber wie gesagt, das ist ein sehr weites Feld, und noch vor 10 Jahren hätte ich gesagt, Quatsch, gibt es nicht, es gibt keine spezifischen Ernährungstipps. Jeder sollte das essen, was er will. Mittlerweile würde ich das anders sehen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, auch eine niedrige Krankheitsaktivität mit entsprechender Ernährung zu unterstützen. Es freut mich, dass du es so formulierst. Auch für mich eine Erkenntnis, die Ernährungswissenschaften sind wirklich auch in der Wissenschaft deutlich vorangeschritten. Und das sind Erkenntnisse, die wir jetzt diskutieren, die uns sicher in den nächsten Jahren, du hast gerade die mediterrane Kost, Omega-3-Fettsäuren, Kohlenhydratbelastung, ja, als Dinge, die uns beschäftigen, die wir sicherlich noch neu lernen werden. Johannes, herzlichen Dank für diesen tollen Überblick, für die Diskussion. Ich habe versucht, alle Fragen aus dem Chat aufzunehmen. Wenn noch welche später kommen, versuchen wir die noch zu beantworten. Ich darf dir und deinem Team danken für eure Arbeit. Ein schönes Wochenende wünschen. Wenn du noch dabei bleibst, freue ich mich. Und ansonsten ein schönes Wochenende und vielen, vielen Dank für dein Dabeisein. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und für die Einladung. Danke sehr. Sehr gerne.